Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. The Last of Us. Der Survival Simulator. Tag, Herr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einem weiteren Mini-Let's Play. Und zwar möchte ich euch zeigen, die ersten 60 Minuten mit dem Spiel The Last of Us auf der PlayStation 3. Links neben mir sitzt meine Frau Mone. Sag Hallo, Mone. Hallo, Mone. Und Mone ist dafür zuständig, dass das Ganze auch lustig und unterhaltsam wird. Ich bin nur der Dödel, der spielt. Super. Ja. Und, Mini-Let's Play deswegen, weil ich immer erstmal checken will, ob das bombastisch gut ankommt. Und falls das der Fall sein sollte, würde eventuell ein längeres Let's Play. Aber das müsst ihr uns natürlich mitteilen mit euren Likes, Dislikes und euren überschwänglich lobenden Kommentaren. Genau. Also, dann fangen wir mal an hier. Ja. Das ist ja, glaube ich, exklusiv auf der PlayStation 3. Und da spielen wir mal lieber auf leicht, weil meine Frau ja vielleicht auch mal zocken will. Ja, muss, soll. Nein, die ist noch nicht gespeichert werden. Ich hab's mir anders überlegt. Blöde Frage, ey. Ja. Oh, das dauert jetzt bestimmt 300 Stunden. Ja. So. Auf geht's. Oh Gott. Wieso, oh Gott? Da geht's doch bestimmt um Zombies, oder? The Last of Us klingt jetzt nicht so, als sei das super lustig, tralala. Ja, es könnte ja auch Masern oder Mumps sein oder so. Meinst du, ja, das sehe ich doch schon hier, die Gene, wie sie wahrscheinlich hier rumschwirren und alles mutieren lässt. Das weißt du doch, dass ich da Muffe hab. Also früher waren Konsolen dafür bekannt, dass es keine Ladezeiten gab. Ja. Rin mit dem Spiel und statt und los ging's. Naja, lang ist's her. Ja, fick doch die Henne, hallo? Rufst mich dann, ne, wenn's losgeht. Ist das jetzt der Bildschirmschoner oder was? Vielleicht hätte ich es auch installieren können. Trotzdem. Ist doch auch nett, oder? So ein bisschen Funkenmariechen. Also die Mone hat vorhin angefangen, ein... Oh. Da tut sich was. Die Mone hat vorhin angefangen, als ich die Einleitung gesagt habe, einen Pullover zu stricken, jetzt ist er fertig. Ja, muss ihn auch klar anziehen. Aber der Hinweis late war schon wichtig, weil ich wollte schon fragen, abgestürzt? Ja. Also das Spiel muss ja super sein, wenn das so lange lädt. Das hat eine brachial... Ja, es haben ja auch schon einige Let's Player gemacht, ne? Aber ich habe nichts gesehen davon. Weder Story, sonst noch irgendwas. Ja, ich auch nicht. Das ist ja von den Uncharted-Machern. Okay, die haben ja schon gute Sachen. Das haben wir ja... Die haben wir ja alle gespielt. Heute noch. Ich wollte irgendwie dann später nochmal, ne? Ja. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir unsere Einleitung hier gesprochen. Im schwarzen Bildschirm. Jetzt geht's los. Tick-tack. Psst. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauch den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Der hat doch Nina auf dem T-Shirt, oder? Ich weiß nicht. Lackierte Zehennägel auf jeden Fall. Mann, du. Mit 12 hatte ich das noch nicht.
Und ein eigenes Telefon. Gute Nacht, meine Kleine. Geht schon los? Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Oh oh. Was ist denn da los? Das ist ja jetzt schon gruselig. Oh, du kannst sie schon steuern. Ist sie besoffen? Ich wollte es gerade fragen. Zum Glück ist die schwuchtelige Ukulele-Musik jetzt vorbei, sonst hätte ich gebrochen. Ja, die ersten 60 Minuten mit The Last of Us sind wahrscheinlich 40 Minuten lange Ladebildschirme, aber naja. Dann gehen wir halt mal hier rum. Ich habe doch keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ist aber geil, die ist einfach müde. Schau mal aus dem Fenster. Und es geht. Ja, die wohnen bestimmt auf dem Berg. Also komm, geh mal zu deinem Daddy. Ich nehme einen Baseballschläger mit. Ich wollte es gerade sagen. Ja, gibt's da sowas? Sah so aus, ne? Ist aber keiner. Ich dachte zwar auch. Oh Mann, ey, wenn ich mich erschrecke heute hier, ich sag's dir. Dad? Kann ich nicht schlafen. Ja, dann würde ich sagen, pissen wir mal. In einem guten Spiel geht sowas. Ja. Ist doch Quatsch. Na prima. Mysteriöse Infektion. Ja, die hat jetzt ja auch noch Zeit, um Zeitung zu lesen. Hat ja nicht so eilig geklungen. Da gehen wir mal ein bisschen ganz langsam durch die Daddy? Wohnung, würde ich sagen. Oh, der ist bestimmt schon infiziert, ey. Oh Mann. Wer? Der Daddy. Ach, Quatsch. Das ist die Hauptfigur. Wie soll der identifiziert sein? Ach so. Ja, weiß ich doch nicht. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen. Es tritt Gas aus. Hey, los, es scheint, dass los, die Soldaten weg von hinter mir. Tja, das war's dann mit RTL 2. L3, was ist denn L3 jetzt wieder für eine Taste? Ich hab keine Ahnung. Dad? Ja, ein bisschen Fitnessgeräte, ist so ganz nett. Drücken vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn wir schon rauskommen. Dad! Was ist bloß los? Ja, dann werden mal wieder viele hoffen, dass es RTL 2 erwischt hat. Genau, der schlimmste Sender der Welt. Oh Mann, ey. Sein Telefon. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Also wir brauchen eine Waffe. Du musst jetzt irgendwas suchen. Saufen ist er gegangen. Na prima. Die Küche schaut aus, ey. Das habe ich. War da irgendein geheimer Hinweis, oder? Nö. Oh. Hoppa, hoppa. Okay, der Hund ist hin. Der bellt nicht mehr. Hast du mitgekriegt? Ja, vielleicht hat auch der Besitzer gesagt, aus, pfui, und dann war's aus. Nee. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern.
Bleib einfach zurück! Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Hey. Alles wird gut. Jimmy, bleib zurück! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Die Grafik ist der Brüller, oder? Also finde ich schon geil, die Haare von ihr. Ich habe da eine Ahnung. Komm, wo verdammt was? Weißt du, was hier draußen los ist? Lasst uns einfach abhauen. Oh, Scheiße. Da ist überall Blut. Gehen? Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Irgendein Parasit oder sowas. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palavert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. 71, die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Tja, ganz bestimmt. Auf der Straße, ne? Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Scheiß Idee. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel? Los jetzt! Ja! 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 Oh mein Gott. Tommy! Tommy! Scheiße! Was war das denn? Was zum Teufel war das denn? Hier! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh, nein. Oh mein Gott! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Da zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Vorsicht! Gott! Du bist ein bisschen schreckhaft heute. Ja, immer! Hallo, das war auch gruselig. Daddy? Hey! Zurück, Kleines! Zurück! Na prima! Der Traum einer schlaflosen Nächte! Dad! Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Oh Gott, Hilfe!
Was ist denn? Ein Bein. Ja, weg! Wie schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns Deckung. Was ist hier los? Halt dich fest. Okay. Wieder weg. Ja, wir sind am Ende der ersten Episode, würde ich sagen. Gespielt haben wir noch nicht so viel. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr lasst uns ein Like da. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Ne? Also, ciao, ciao. Die Augen zu kleines.